Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil mit Arne. Bitte schön, Arne. Danke für die ausführliche Ankündigung. Ja, danke. Schön, euch wieder zu sehen. Lasst mit den Gebeten vielleicht anfangen. Ich teile die mal wieder hier. Ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigebigkeit und so fort. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigebigkeit und so fort. Bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur höchsten Gemeinschaft. Möge ich zum Wohle aller Lebewesen Buddhaschaft erlangen, durch die Verdienste meiner Praxis von Freigebigkeit und so fort. Und dann für die richtige Motivation, die Praxis der vier Unermesslichen, wo wir dann Bodhicitta entwickeln. Mögen alle Wesen Glück und die Ursache von Glück erfahren. Mögen sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leidens. Mögen sie nie vom wahren Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Mögen sie in dem großen Gleichmut verweilen, der frei ist von Ablehnung und Anhaftung. Mögen alle Lebewesen Glück und die Ursache von Glück erfahren. Mögen sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leidens. Mögen sie nie von wahrem Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Mögen sie in dem großen Gleichmut verweilen, der frei ist von Ablehnung und Anhaftung. Mögen alle Wesen Glück und die Ursachen von Glück erfahren. Mögen sie frei sein von Leid und den Ursachen des Leidens. Mögen sie nie von wahrem Glück, das ohne Leiden ist, getrennt sein. Und mögen sie in dem großen Gleichmut verweilen, der frei ist von Ablehnung und Anhaftung. So, ja, schön euch wiederzusehen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter. Genau, heute geht es dann eben, genau, wie Brigitte sagte, im zweiten Teil weiter über Anatomie des Geistes. Wie gesagt, medizinisch, glaube ich, müsste es Physiologie eigentlich heißen, weil es mehr so um die Funktionsweise geht. Und genau, aber Anatomie fand ich einen guten Titel, ein bisschen plastischer vielleicht. Ich wollte mit einer Frage anfangen und vielleicht kann da jeder kurz überlegen. Die Frage ist, woher wissen wir, ob etwas wahr ist oder wirklich ist? Das wäre vielleicht so, ja, einfach mal ganz kurz so ein paar Sekunden überlegen. Ja, oder, ja, dass etwas verlässlich ist oder wahr ist, ja. Und aus buddhistischer Sicht haben wir da so drei Möglichkeiten, wie wir ja, entscheiden, ob etwas wahr oder wirklich ist. Das erste ist, dass wir so eine direkte, unmittelbare Wahrnehmung haben durch unsere Sinneswahrnehmungen. Das zweite ist, dass wir dann Konzepte benutzen, also schlussfolgernd über etwas nachdenken und dann ja, zu einem Verständnis kommen und dann darauf aufbauen, dann verstehen, dass etwas wahr ist. Ich gebe gleich noch ein Beispiel. Oder das dritte ist, dass wir einer Autorität folgen, von der wir denken, dass sie oder er weiß, was wahr ist und uns dann einfach die Wahrheit direkt sagt. Und meine zweite Frage wäre, warum müssen wir das überhaupt wissen, was wahr ist oder was ja, wahrhaftig ist oder wirklich ist? Und da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ja aus buddhistischer Sicht eben alles Leiden, alle Probleme dieser Welt, alle Schmerzen, alle Krankheiten und so, Hoffnung und Furcht und so, dass das alles daher kommt, dass wir eben die Wahrheit nicht sehen, dass wir nicht so die Dinge so sehen, wie sie sind, sondern dass wir unwissend sind über die wahre Natur der Dinge oder die Erscheinungsform der Dinge. Und wenn wir die Dinge also nicht klar sehen, wenn wir nicht verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann ist es eben diese grundlegende Unwissenheit, es ist eine Täuschung. Und dann ist das also einmal eine verquere Sichtweise und das wird natürlich dann auch zu verqueren Handlungen führen. Und dann werden wir auch ja, uns selbst und andere mehr und mehr in Probleme reinreiten oder ja, Schaden zufügen.
Und wenn wir so im buddhistischen Sinne gucken, da gibt es dann im Abhidharma gibt es so vier Dinge, die wir erkennen sollten, also die wahr sind und wo wir normalerweise die nicht erkennen und wo wir sie für etwas anderes halten. Und diese vier, und genau, und solange wir diese vier Dinge nicht erkennen als das, was sie sind, dann, wie gesagt, haben wir nicht die richtige Sichtweise, wir sehen nicht, wie die Dinge wirklich sind. Und daraus entstehen dann ja eben Fehleinschätzungen, Missverständnisse, Verwirrung und dann eben der ganze Rattenschwanz eben von negativen Emotionen und negativen Handlungen und Leiden und Schmerzen. Und diese vier Dinge, die wir immer so missverstehen, ist, dass wir, die Reihenfolge ist so ein bisschen egal, aber das eine ist, dass wir das, was eigentlich veränderlich ist oder in Bewegung ist oder unbeständig ist, dass wir denken, das wäre beständig. Ne? Wir denken, ja, die Festplatte sieht heute genauso aus wie gestern und deswegen, ja, ist sie beständig. Oder der Berg stand schon seit 10 Jahren so da, deswegen denken wir, der ist beständig. Aber in Wirklichkeit ist der ja dauernd Bewegung, ne? Irgendwelche Erdrutsche und so viele Veränderungen die ganze Zeit im Berg oder auf dem Berg. Dann ein anderer Punkt ist, dass wir Dinge für ein großes Ding halten, obwohl das eigentlich zusammengesetztes Ding ist. Ne? Weil wir die Dinge nicht wirklich analysieren, denken wir, ja, das ist Glück oder so, aber verstehen gar nicht, dass da ganz viele, oder wir sagen nicht, vielleicht, das ist Glück, sondern wir sagen vielleicht, du bist schuld, das ist vielleicht besser. Wir denken dann, ja, das, er oder sie ist schuld, so, und er oder sie ist die Ursache, die eine Ursache für mein Leiden jetzt, aber in Wirklichkeit sind da eben so viele Faktoren mit im Spiel, warum er oder sie jetzt so ist oder warum ich das jetzt so wahrnehme. Also es ist nie so ein dickes Ding, so der Gott ist der, der Glück bringt oder der Gott ist der, der straft, sondern das sind immer so viele Faktoren im Spiel. Und ein dritter Punkt, den wir missverstehen, ist aus buddhistischer Sicht, dass wir ja, das, was eigentlich leidhaft ist, dass wir das fälschlicherweise als Glück wahrnehmen. Und genau, da kommen wir dann später nochmal dazu. Und das Letzte ist, dass wir eine Existenz annehmen, zum Beispiel von einem Selbst oder von Dingen, was eigentlich nicht wirklich existiert. Also das sind so vier Fehlwahrnehmungen, die wir grundsätzlich haben. Und daher ist es wichtig, ja, den Geist zu schulen und mehr die gültige Erkenntnis sozusagen entwickeln, die echte oder die richtige oder korrekte oder mit der Wirklichkeit übereinstimmende Sichtweise zu entwickeln, damit wir eben nicht in Verwirrung geraten. Und wie ich schon sagte vorhin, aus buddhistischer Sicht wird gelehrt, dass es da eben drei Arten gibt, wie wir zu der richtigen Sichtweise kommen können oder wie wir die Dinge untersuchen können oder erkennen können, ob die da sind oder nicht, ob sie wirklich sind oder nicht, oder wie sie sind. Und das war einmal diese direkte Wahrnehmung, dass wir etwas direkt wahrnehmen. Und dann, dass wir etwas über konzeptuelle Dinge verstehen. Oder drittens, dass wir uns auf eine Autorität stützen. Genau, und da gibt es ja dieses klassische Beispiel. Da habe ich natürlich ein paar Bilderchen dabei heute wieder. Da gibt es ja dieses klassische Beispiel, dass wir, ja, wenn man eine Geschichte draus macht, dass wir quasi vielleicht frieren. Und genau, dass wir frieren. Und jetzt wollen wir ja sozusagen Feuer finden. Ne? Das ist unser Wunsch, um uns zu wärmen. Ne? Und da hilft uns ja dann, wenn wir die Dinge so sehen, wie sie sind, dann das bedeutet, dass wir hier dann genau erkennen, was ist ein Feuer, was ist kein Feuer. Und falls wir nicht in der Lage sind, das Feuer direkt zu sehen, dass wir vielleicht irgendwelche indirekten Zeichen des Feuers sehen, wodurch wir dann in der Lage sind, das Feuer zu finden.
Das kann man natürlich immer alles übertragen auf unseren buddhistischen Weg, ne? Dass wir Erleuchtung erreichen wollen und vielleicht sehen wir das nicht direkt und dann müssen wir halt irgendwelche indirekte Zeichen finden oder indirekte Wege gehen, um die Wahrheit wirklich zu finden. Und hier das klassische Beispiel ist eben mit dem Feuer. Und wenn wir Glück haben, sozusagen, dann, wenn es jetzt kalt ist und wir jetzt Feuer suchen, dann kann es sein, dass wir direkt Glück haben und wir direkt ein Feuer sehen. Das hier wäre jetzt ein Feuer, was ich letztes Mal gesagt hatte, das ist so ein Unikat, ne, so ein spezifisches Ding da draußen, das ist wirklich lodernd und brennend, sich dauernd verändernd, hat ganz verschiedene Aspekte, ist ganz klar, ist genau an diesem Ort, genau zu dieser Zeit. Ne. Wenn wir Glück haben, sehen wir das. Und dann können wir uns sozusagen aufwärmen. Dann haben wir sozusagen mit direkter Wahrnehmung, nicht konzeptuell, dieses Feuer gesehen mit unseren Augen und vielleicht mit unserem Tastsinn auch gefühlt, die Wärme. Und haben ja eine ganz unverfälschte Wahrnehmung, erkennen das Feuer als Feuer. Und das Ziel das Ziel wird dann erreicht, nämlich, dass wir uns aufwärmen können. Das und so als Wiederholung, und das passiert eben, wir erkennen Feuer als Feuer. Warum? Das hatten wir letztes Mal, weil wir in unserem Kopf so ein allgemeines Bild von Feuer haben. Ne? Das haben wir so allgemein im Kopf. Und dann erkennen wir dann, wenn da draußen tatsächlich ein Feuer ist. Ne? Und als Wiederholung, dieses allgemeine Feuer, das können wir immer im Kopf produzieren, ne? Dieses geistige Bild von einem Feuer, ganz gleich, ob ein Feuer vor uns ist oder nicht. Aber das haben wir sozusagen im Kopf und dann basierend darauf können wir dann irgendwo Feuer sehen. Was aber natürlich auch auftreten kann, sind natürlich kleine Fehlerchen, die sich einstellen. Zum Beispiel, dass wir etwas finden, was so ähnlich aussieht wie Feuer, aber gar kein Feuer ist. Zum Beispiel diese schöne Blume. Die sieht von Weitem auch aus wie Feuer, aber dann müssen wir einfach, was macht man? Man geht zum Beispiel näher dran, ne? Und dann werden wir das durch ganz einfach durch unsere Sehwahrnehmung und natürlich auch unsere Tastwahrnehmung oder auch Riechwahrnehmung oder was auch immer, werden wir das natürlich gut dann erkennen können, das ist kein Feuer und das ist nicht zielführend, mich daneben zu setzen und auf Wärme irgendwie zu hoffen. Ne? Gut, aber wie gesagt, wenn wir Glück haben, sehen wir so ein Feuer direkt. Ganz ohne Konzepte, unsere Augen sehen da dieses rote, loderne Ding. Und dann gibt unser Sehbewusstsein das weiter an unser Geistbewusstsein. Und unser Geistbewusstsein gleicht das dann ab, eben mit diesem geistigen Bild von Feuer und sagen dann, ja, das ist Feuer. Wenn dem aber nicht so ist, wenn wir kein Feuer direkt sehen, gibt es dann dieses klassische Beispiel. Haha, wir sehen kein Feuer, aber wir sehen Rauch. Und da haben die buddhistischen Gelehrten gesagt, ja, das ist immer so, wo immer Rauch ist, da ist Feuer. Es kann auch sein, dass da irgendwo ein kleines Feuer vielleicht hier ist, auf der rechten Seite, aber das ist so klein, dass da nicht wirklich, dass ich keinen Rauch sehe. Wahrscheinlich, wenn man viel näher dran gehen würde, dann wird man Rauch sehen. Aber hier kann ich zum Beispiel sehen, ich als Normal-Ahne, sozusagen von Weitem, ich sehe kein Feuer, ne? Das ist deutlich, aber ich sehe den Rauch und das ist großer Rauch, dann würde ich davon ausgehen, dass da entweder jetzt groß genug Feuer ist oder bis vor einem Moment vielleicht groß genug das Feuer dort war. Ne? Einfach nur, weil ich das sehe. Und dann, was passiert in meinem Geist? Das hier wieder. Das entscheidet dann in meinem Geist. Das geistige Bild. Ah ja, da muss Feuer sein. Wie gesagt, das ist dieses allgemeine geistige Bild. Das ist sozusagen, verändert sich nicht so richtig. Es funktioniert nicht. Ne? Das wärmt mich nicht. Daran kann ich mich nicht verbrennen. Da kann ich nicht irgendwie meine Tomaten oder Kartoffeln grillen oder so. Aber das erscheint in meinem Bild und jetzt weiß ich, ah ja, da hinten ist Rauch
Und dann schlussfolgere ich, ja gut, dann geht es dahin. Und wenn ich dann dahin komme, werde ich Feuer finden. Und genau, jetzt haben wir entweder einmal, und dann kommen wir dann, wenn wir dann dahin gehen hinter den Wald, ne, und wir dann das Feuer finden, dann haben wir dann hoffentlich dann so eine direkte, nicht konzeptuelle Wahrnehmung. Ja, gültige Erkenntnis, da ist Feuer, stimmt. Vorher war das nur so eine Schlussfolgerung, ne? Ich sehe Rauch und deswegen muss da Feuer sein. Und wie gesagt, die dritte Art der gültigen Erkenntnis, also worauf wir uns stützen können, um etwas zu erkennen, war Autorität. Das ist zum Beispiel hier. Manche nehmen Jesus, manche nehmen Buddha als Autorität. Ne? Das könnte jetzt oder die Bibel oder Kantje und die ganzen Schriften, das wäre in unserem Beispiel vielleicht da irgendjemand, der sich da auskennt und sagt, ja, da hinten ist Feuer, ne? Vertrau mir und geh dahin. Und dann, wenn diese Autorität authentisch war, dann führt das zum Ziel. Ne, auf unserem buddhistischen Pfad natürlich ist das wichtig, wenn die Schriften oder die Lehrer, Lehrerinnen, die wir heutzutage treffen und die Lehren, mit denen wir uns auseinandersetzen, wenn die authentisch sind, dann können die uns zum Ziel führen, obwohl wir weder Rauch sehen, also weder schlussfolgende oder konzeptuelle Arbeit leisten müssen, weder das noch, dass wir irgendwas direkt vielleicht wahrnehmen, können wir uns, wenn wir ja, Verdienst haben sozusagen und wir dann eine authentische Quelle, wie zum Beispiel Lehrer, Lehrerinnen treffen, dann können die uns auch zum Ziel führen. Genau, und darüber, über diese dritte Art der gültigen Erkenntnis sprechen wir gleich noch. Diese dritte Art der gültigen Erkenntnis, wo wir uns sozusagen auf eine Autorität stützen, ne? Sei es Schriften oder vergangene Meister oder Meisterinnen im buddhistischen Fall zum Beispiel oder eben Lebendige. Ne? Wenn wir sagen, hier Rinpoche hat gesagt, deswegen machen wir das, dann ist das da, so, dass wir uns darauf stützen, was er oder sie gesagt hat. Aber das so als Beispiele eben hier auch so im weltlichen Sinne mit dem Feuer, wo es wichtig ist, dass es gültig ist, wie wir die Dinge wahrnehmen oder wie wir schlussfolgern oder auch, auf wen wir uns stützen, dass eins von diesen drei auf jeden Fall gültig sein muss, damit wir zum Ziel kommen, damit wir hier zum Feuer kommen. Ne? Wir sehen das Feuer direkt, wir schlussfolgern oder wir stützen uns auf jemand, der oder die Bescheid weiß. Und das ist ja im ganzen Leben immer so auch. Ne? Es ist ja nicht nur so im Großen im Buddhismus, ne, dass man sich auf das Gültige stützt, um Buddhaschaft zu erreichen und das Ungültige vermeidet, damit man nicht weiter sich in Samsara verstrickt, sondern auch ja im Kleinen, ne? Eben wie mit Feuer oder mit Getränk oder irgendwas. Da muss man ja immer gucken, ja, ist das eine gültige Wahrnehmung? Das heißt, ist das Ding, was ich da, entweder direkt oder indirekt wahrnehme, ist das zielführend? Löscht dieses Getränk, ist das ein Getränk, das meinen Durst löschen kann? Ne? Oder ist das ein Haus, in dem ich wohnen kann und so weiter? Ne? Ist das ein Feuer, was mich wärmen kann? Das sind also diese drei Arten und Weisen, ne, wie wir uns auf rausfinden können, was wahr ist. Ne? Einmal, dass wir was direkt wahrnehmen. Dann zweitens, dass wir direkt wahrnehmen bedeutet ohne Konzepte, ne? Einfach so die Sinneswahrnehmung einschalten. Oder zweitens, dass wir wirklich sehr konzeptuell dann Logik anwenden. Da ist Rauch, da muss Feuer sein. Und oder drittens, dass wir uns auf eine Autorität stützen. Ist das soweit verständlich oder gibt es da was zu diskutieren darüber? Okay, dann geht es einfach weiter.
Dann, wenn wir, jetzt gucken wir nochmal kurz diese drei Arten an, insbesondere die erste und dritte geht relativ schnell, ne? Also dieses direkt etwas wahrnehmen und dann sich auf eine Autorität stützen. Und nachher ist dann ein Großteil heute, dachte ich, wo wir ein bisschen über schlussfolgernde Erkenntnis sprechen und debattieren. Also direkte gültige Erkenntnis ist eben, also wirklich, wenn wir was mit den Augen wahrnehmen, dass wir zum Beispiel, ne, oder mit den anderen fünf Sinnen oder ja, oder sechs Sinnen sogar, warte mal, ich habe hier auch noch ein Bildchen, die sechs Sinne kennt ihr sicher auch alle, dass wir ne, es gibt eben unsere fünf Sinne, die wir normalerweise kennen. Mit der Nase riechen wir was, mit dem Auge sehen wir was, mit dem Ohr hören wir was, mit dem Körper oder der Haut tasten wir was, mit der Zunge schmecken wir was und mit dem Geist können wir halt auch ein Wahrnehmungsobjekt haben. Ne? Das sind zum Beispiel unsere Gedanken, Emotionen, geistigen Bilder und so weiter. Ne? Und wenn jetzt vergessen wir kurz den Geist, weil der ist bei uns immer relativ oder bei mir relativ schnell konzeptuell, aber einfach ein intaktes Auge sozusagen sieht einfach Farbe und Form und das wird dann im Kopf dann irgendwie zusammengebaut, ne, was das dann wohl ist. Ein Ohr hört einfach Klang oder Geräusche und so und dann im Kopf oder im Geistesbewusstsein wird es dann weiterverarbeitet. Und im Tastsinn auch so, da wird einfach nur was gefühlt, alles ist immer ohne Bewertung, ne, wie die Sinneswahrnehmung das wahrnimmt, das ist der wichtige Punkt. Das ist einfach ohne Bewertung, das wird einfach nur abgebildet oder gespiegelt sozusagen. Ne. Spiegelt ja auch alles, ohne zu sagen, nee, das Hemd gefällt mir nicht oder so, das spiegele ich nicht, ne, oder dein Ohr steht zu sehr ab oder so, deswegen. Na, es wird ja einfach alles gespiegelt, so wie es ist im Spiegel und so eben auch mit unseren Sinneswahrnehmungen, wenn sie ganz normal und gesund funktionieren. Und dann empfindet man einfach nur Berührung zum Beispiel. Ne? Gar nicht unbedingt sagen, dann ist er nicht dabei, ja, es ist angenehm oder unangenehm, sondern es ist einfach nur Berührung oder Geschmack genauso. Ne? Das ist einfach dann, man schmeckt etwas süß, sauer, salzig, bitter, man riecht irgendwas. Und das wird dann natürlich erstmal so ganz aufgenommen sozusagen durch unsere Sinneswahrnehmung. Aber wie gesagt, nicht bewertet, nicht kategorisiert oder irgendwas. Das passiert dann in unserem konzeptuellen Geist. Und dafür habe ich natürlich auch noch mal ein Bildchen. Wieder Bildershow. Dann müssen wir jetzt nicht alles angucken direkt, aber die Idee ist, dass wir hier Zeitpunkt 1, Zeitpunkt 2, Zeitpunkt 3 haben. Ne? Und wir gucken jetzt nur das Sehbewusstsein. Ne? Das kann man natürlich für alle fünf Sinnesbewusstseine auch machen. Dass man irgendein Objekt sieht hier zum Zeitpunkt 1, das erhält das Auge, erhält die Informationen über das Objekt und sendet das dann zum Sehbewusstsein weiter. Buddhisten sagen auch, dann nimmt das Sehbewusstsein sozusagen die Form und Gestalt dieses Objektes an. Wie auch immer, das ist erstmal einfach nur so nicht konzeptuell. Aber dann basierend, was für ein Müll sozusagen in unserem Geist ist oder was für Emotionen in unserem Geist sind, verehren wir dann bestimmte Konzepte darüber, was wir da wahrnehmen. Das ist nachher noch wichtig, dass wir sozusagen einmal mit unserem konzeptuellen Geist quasi gar keine direkte Verbindung haben zum Objekt, ne? Sondern dass wir irgendwie durch unser Sehbewusstsein was Informationen kriegen, die gehen zu unserem Geistbewusstsein und unser Geistbewusstsein nimmt gar nicht direkt das Objekt wahr, aber kreiert dann Geschichten, ne? Kreiert Konzepte, Bewertungen, ne? Gut, schlecht, groß, klein, sauber, dreckig, will ich nicht und so weiter. Unser Sehbewusstsein macht das gar nicht. Aber unser Sehbewusstsein wiederum ist, so heißt es, stumm. Ne? Das nimmt sozusagen exakt so wahr, wie es ist, die Dinge, ne? Wie so ein Spiegel. Das ist blau, rot, gelb, grün, eckig, rund und so weiter, aber ohne das so zu benennen natürlich.
Und das wird dann, diese Information wird dann weitergeleitet, wie gesagt, an das Geistbewusstsein, das dann konzeptuell ist, deswegen hier die Tüttelchen. Und das ist sozusagen blind, das Geistbewusstsein, weil es hat nicht einen direkten Bezug zum Objekt da draußen, ne, sondern kriegt nur so ein geistiges Abbild davon. Aber es ist blind, aber es ist nicht stumm, sondern das konzeptuelle Bewusstsein, das fängt dann an zu reden, ne, wie gesagt, mit den ganzen Bewertungen einsortieren und so. Das ist, wie das normalerweise funktioniert. Und da gibt es natürlich dann viele Möglichkeiten, was wir dann machen sozusagen mit unserem, mit diesen Informationen, die unsere Sinneswahrnehmungen liefern an das konzeptuelle Bewusstsein, das sechste Bewusstsein. Und da gibt es quasi fünf Sachen, was unser Geist machen kann. Das erste ist einmal zum Beispiel das hier. Hört ihr das? Ja, ne? Genau, einfach nur ein Klang oder Geräusch, ne? Und das hören eure Hörbewusstsein, hoffe ich. Und ihr macht dann vielleicht Händeklatschen drauf, ne? Also der erste Punkt ist, man benennt das, ne? Man tut da irgendeinen Begriff drüber, ne? Händeklatschen. Anstatt das, was das Hörbewusstsein da hört, ist einfach nur ein Klang. Aber wir benennen es dann so, ne? Oder ich sehe vielleicht hier jemand, ich sehe einfach nur eine Person und sage dann, ja, Beate. Ne, da tue ich so einen Namen da irgendwo drauf auf irgendwas. Eine andere Sache, die wir machen, dass wir dann auch noch einsortieren. Ne? Wir sagen dann zum Beispiel, ah ja, jetzt, Beate ist wieder mein Beispiel jetzt. Sie gehört zu der großen Gruppe der Menschen. Ne? Oder der Frauen erstmal, sage ich. Und dann und Frau und dann gehört sie zu der großen Gruppe der Menschen. Also wir benennen die Dinge nicht nur, sondern wir versuchen sie irgendwie so zu typisieren oder einzusortieren, zu klassifizieren. Und dann das Dritte, was man in Samsara besonders gerne macht, ist dann, dass wir irgendwas bewerten, ne, oder beurteilen. Dann sagen wir, ja, das ist hilfreich, das ist schädlich, das ist schön, das ist hässlich, das ist der sollte mehr Sport machen oder was weiß ich, ne, da kommen tausend Gedanken, ne, oder das müsste mal abgewaschen werden oder das hier ist lecker oder das sieht ja eklig aus und so. Das ist natürlich so eine große, große Sache, die wir die ganze Zeit machen. Dass wir die ganze Zeit bewerten mit unseren Konzepten. Wie wir gleich bei der schlussfolgernden Erkenntnis sehen, ne, mit diesem vom Rauch schlussfolgern, dass da Feuer ist und das führt ja zum Ziel, Feuer wird erreicht. Da werden ja Konzepte benutzt, also Konzepte an sich sind nicht schlecht, aber wenn es so unkontrolliert, undiszipliniert vonstatten geht, verwirrt vonstatten geht und so gespeist wird durch verschiedene Vorlieben, Hoffnungen, Ängste, ne, dann ist das halt problematisch. Also das erste war einfach nur benennen, das zweite irgendwie einsortieren, das dritte ist bewerten und das vierte ist, dass wir vielleicht jemand oder irgendetwas aufgrund einer Eigenschaft dann verallgemeinernd so nennen. Ne, zum Beispiel die Blondine oder so, ne? Die ist ja nur als eine Eigenschaft eben blonde Haare. Das stimmt sozusagen vom konzeptuell, ne, ist relative Wahrheit. Egal, ob die jetzt gefärbt sind oder nicht, ne? Aber und dann packen wir das, dann nennen wir die ganze Person so Blondine, ne? Oder Intellektueller, ne? Das gibt's noch. Der schlanke Hering oder so, würde man sich in Hamburg sagen, ne, wenn jemand irgendwie da besonders dünn ist. Ne, aber diese Person hat diese eine Eigenschaft, dünn, aber wird dann eben so, ja, wird dann aufgrund einer Eigenschaft quasi komplett so benannt. Ne, sowas machen wir auch häufig. Und das Letzte ist,
Ja, vielleicht auch, dass wir aufgrund einer Aktivität einer Person irgendwas, jemand, ja, irgendwas beschreiben oder einsortieren, auch zum Beispiel, wenn man sagt, weiß nicht, wenn jemand Krankenschwester ist, dann sagen wir, ja, das ist die Krankenschwester, ne? Oder jemand spielt Gitarre, das ist eine Aktivität, dann sagen wir der Gitarrenspieler. Also so ein bisschen ähnlich wie das davor, ne? So Blondine wegen einer Eigenschaft. Aber hier beim fünften ist es mehr so eine Aktivität oder so. Und das ist erstmal nur wichtig, diese fünf, also die fünf sind nicht unbedingt schlecht, ne? Klar, mit dem Bewerten schon, aber weil die halt konzeptuell, also die sind nicht so schlecht, weil man manchmal ja auch so dann sich unterhalten kann, ne? Wenn man sagt, ja, man muss ja manchmal die Dinge benennen, ne? Oder einsortieren oder manchmal ist es auch einfacher oder zielführender oder schneller, wenn man irgendwie ja eben eine Eigenschaft oder eine Funktion sozusagen dann ja verallgemeinert auf die Person, ne? Und dann sagt, ja, hier Gitarrenspieler, ne? Obwohl das eigentlich nur eine Eigenschaft ist. Die sind nicht, also wie gesagt, nicht unbedingt schlecht. Das Bewerten ist auf jeden Fall konzeptuell dualistisch und deswegen problematisch. Aber wie gesagt, so auf so einer ein bisschen unschuldigen Ebene können die Dinge helfen, so um zu kommunizieren. Aber das Problem ist immer, und das ist eigentlich der wichtige Punkt hier, dass diese fünf Arten dann mit so einer direkten Wahrnehmung umzugehen, dass wir die nicht so richtig unter Kontrolle haben und dass die so unbewusst abläuft und wir dann eigentlich gar nicht mehr die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist, weil wir immer mit diesen fünf Herangehensweisen dann das eben machen, ne? Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch schon. Wir verallgemeinern dann halt zum Beispiel auch leicht, ne, und sagen, ja, du wäschst nie ab oder du kochst ja nie oder gehst nie einkaufen, bringst nie den Müll runter. Das stimmt natürlich nicht, aber wenn wir dann so stecken bleiben in so einer Wahrnehmung, dann kreieren wir so ein inneres Bild von jemand, was ganz schwer zu korrigieren ist, ne? Dann fehlt uns einfach diese Offenheit, wenn wir da so ganz, wenn wir uns da mehr rein verstricken in diese fünf Arten, die Dinge zu sehen oder zu benennen oder einzusortieren. Und ja, das sind eben dann so Dinge, die wir eigentlich die ganze Zeit machen. So in den Texten heißt es, wo wir so diese direkte Wahrnehmung dann immer so vermischen mit unserem geistigen Kram, der da passiert, und das gar nicht richtig gut trennen, was da draußen wirklich ist oder wie wir die Dinge wahrnehmen. Und das sollte auch dieses Bild davor eben zeigen. Ich zeige das nochmal kurz. Ups, hier ist es. Dass da draußen die Dinge so sind, aber wir sie so wahrnehmen, dass wir einfach so zeigen, auch, dass da schon ein Weg dazwischen ist. Ne? Und dass wir die Dinge wirklich so geistig, vom konzeptuellen Geist einfach nicht direkt wahrnehmen. Ne? Da sind einfach andere Sachen dazwischen. Ne? Sinnesorgan, Sinnesbewusstsein und dann kommt unser konzeptueller Geist, der vielleicht auch noch irgendwelche Emotionen hat und dann wird das alles gefärbt, ne? Und verzerrt. Und da werden wir einfach der Sache nicht gerecht. Wir sind nicht in Harmonie oder Einklang mit der Wirklichkeit. Ja, ja, sehen nicht, was wirklich ist oder was wahr ist, sondern entfernen uns davon. Und je größer halt die Distanz dann zur Wirklichkeit wird, desto mehr leiden in dem Sinne, allein schon, weil wir dann einfach nicht das Ziel erreichen, ne? Wir könnten dann an dieser Blume plötzlich dann stecken bleiben und denken, ja, das ist Feuer, das sieht aus wie Feuer. So sieht jedes Feuer aus. Und dann stehen wir dann neben der Blume im Kalten und es wird nicht warm. Weil wir halt so konzeptuell da zum Beispiel so festhalten, ne, das ist doch jetzt Feuer hier. Oder wir denken halt, im buddhistischen Sinne ist das natürlich viel wichtiger, dass wir denken, ja, das Ego ist wichtig und das Ego bin ich und das Ego muss genährt und beschützt werden. Das ist gut, so denken wir. Aber das führt uns eben genau weg von dem, was wir eigentlich wollen, nämlich Befreiung oder Glück.
So. Was denkt ihr bis jetzt? Rede ich zu schnell übrigens? Zeige ich zu viele Bilder? Birgit, long time no see. Yes, Arne, ich grüße dich. Kannst du bitte noch mal ganz kurz diese 5 Arten benennen? Mir sind 2 verloren gegangen. Also als erstes hatte ich einfach Benennungen. Ja. Zum Beispiel, wo bist du jetzt hier? Genau, das ist Birgit. Dann zweitens klassifizieren oder typisieren. Mhm. Sie ist eine Frau und sie ist Erdbewohnerin, Mensch und so weiter. Ja, Mensch und dann Erdbewohnerin. Drittens, dass ich dich bewerte. Ne? Sie hat irgendein Augenproblem, das ist schlecht, weil sie trägt eine Brille oder so. Dann viertens, dass ich dich irgendwie benenne aufgrund einer Eigenschaft, ja, Brillenträgerin, ne? Obwohl das ja wirklich nur ein Mikroteil von deinem Dasein ist. Ne? Und das fünfte ist, dass ich dich bewerte oder aufgrund von einer Aktivität oder Funktion, die du machst. Ah, okay. Wenn ich jetzt sage, hier, Birgit ist die Mitschreiberin, ne, weil du jetzt gerade schreibst oder so. Ne? Ja, okay. Aber die schlimmsten sozusagen, also die uns besonders einschränken geistig und die uns sozusagen in Samsara halten, ist erstens, dass wir die Dinge immer benennen und drittens, dass wir die Dinge bewerten. Ne? Das Bewerten ist immer so gruselig. Danke. Bitte. Schön, dich zu sehen. Arne, es ist so passiert, die Erkennung von einem Objekt. Sag mal kurz ein bisschen lauter. Ja, wo passiert die Erkennung von einem Objekt? Genau, dann mach doch mal das Bildchen hier. Oder sag mal ein Beispiel, was du meinst mit Erkennen von einem Objekt. Ja, du hast es das Feuer aus einem Beispiel benutzt. Okay. Ja. Genau, das funktioniert im konzeptuellen Geist. Weil mein Sehbewusstsein kriegt nur Farbe und Form. Ne? Und das ist dann einfach so ein bewegendes, gelb-rot, bläuliches Ding vielleicht. Ne? Und gleichzeitig mein Hörbewusstsein hört dann so Knistern vielleicht. Und mein Tastbewusstsein ja, spürt die Wärme oder Hitze. Und mein Riechbewusstsein vielleicht das verbrannte Holz oder so. Und all diese, das sind einfach, wenn die jetzt alle gut funktionieren, dann sind die alle korrekt. Und das wird dann alles zu unserem Geistbewusstsein weitergegeben. Und unser Geistesbewusstsein setzt das dann so konzeptuell zusammen und sagt Feuer. Wolfgang? Arne, kannst du bitte noch mal das Bild einblenden, was du zuletzt hattest mit den blauen Kreisen? Yes. Genau. Also eigentlich haben wir doch nur die linke Seite wirklich. Das rechte sind doch schon Schlussfolgerungen, dass es da draußen dann etwas gibt. Unsere Erfahrung ist doch eigentlich ganz genau genommen sogar nur das Konzeptuelle. Das, was wir wirklich haben an Erfahrung. Ne? Und der Rest ist schon alles schlussgefolgert, ganz streng genommen, oder? Genau, so wie ich es erklärt habe, und da habe ich jetzt unseren Sinnesorgan und Sinneswahrnehmung unterstellt, dass die etwas da draußen wahrnehmen. Ne? Deswegen meinte ich letzten Dienstag, ich bleibe erstmal auf der Ebene, ohne zu gucken, ob die Dinge tatsächlich wirklich existieren oder nicht, sondern dass wir hier eher einfach so auf relativer Ebene gucken, wie so dieser Prozess funktioniert. Aber natürlich, wenn wir weitergehen, auch mit einer modernen Wissenschaft oder eben Richtung Shitamatra zum Beispiel, wie du sagst, ne, oder implizierst, glaube ich, dann man weiß nicht wirklich, ob da draußen überhaupt was existiert. Das stimmt.
wenn wir auf so eine nächste Ebene gehen, die ich eben bis jetzt nicht angesprochen hatte, man kann das gar nicht wissen. Das ist alles so genauso wirklich wie in einem Traum, wo man auch hören, schmecken, riechen, fühlen, tasten kann. Und wo wirklich das solide ist, wo das stinkt oder wo das schön aussieht. Ne? Es ist alles nur im Geist. Also, und man wird nie wirklich raus, also man kann, glaube ich, nicht wirklich rausfinden, ob es da draußen was gibt oder nicht. Ja. Deswegen, also auf der Ebene, das ist aber jetzt eher so in der absoluteren Ebene, da ist man eigentlich, kann man das nicht wirklich beweisen, ob da draußen was gibt oder nicht. Und daraus wird eben dann die nur Geistschule dann auch gebildet quasi als Konsequenz, die dann sagt, nee, da draußen gibt es gar nichts anderes, was nicht durch meinen Geist wahrgenommen oder gemacht wird. Und die Dinge sind nicht wirklich da draußen. Aber wobei genau, das ist so, das, Entschuldigung, ja, wobei man auch das nicht beweisen kann, ne? Das Gegenteil. Nee, genau. Das darf da, genau. Sag weiter. Ja, war eigentlich schon fertig. Ich wollte sagen, man kann weder beweisen, dass es da draußen was gibt, noch kann man beweisen, dass es da draußen nichts gibt. Beides sind eigentlich Annahmen. Ja, Sabine, ich habe dich gesehen, ich komme gleich zu dir. Das sind beides Annahmen, das ist sehr gut. Und das ist auch oft ein logischer Fehler, nur weil man irgendwas nicht gefunden hat bisher, heißt es noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Ne? Genau, sehr gut. Und jetzt aber von dieser Erkenntnistheorie her, dann ist es eher so, wenn man etwas nicht wahrnehmen kann, hat es auch keinen Einfluss auf uns. Ne, wenn man etwas überhaupt nicht wahrnehmen kann, mit keinem unserer sechs Sinne, ist es auch egal quasi, ob es existiert oder nicht. Ein bisschen praktischer Ansatz. Man wird es nie erfahren. Weißt du, vielleicht ist hier neben mir ist hier gerade ein Elefantenzirkus. Ich nehme den nicht wahr. Aber der hat null Einfluss auf mich. Ich rieche den Elefanten, ich fällt auch kein Stroh hier runter. wo bist du hier? Ich habe doch gerade jemand gesagt, ich habe dich nicht vergessen. Wo war sie denn? Hat doch gerade jemand. Hier, da, Sabine. Die Bilder bewegen sich. Und du bist noch stumm geschaltet, Sabine. Immer noch stumm. So, jetzt. Ja, noch mal ganz kurz Bezug nehmend auf die Frage eben. Also das ist vielleicht noch ein Schritt zurück mit dem, mit den Wahrnehmungen im Traum, wo man die auch sehr realistisch erscheinen und mit den Wahrnehmungen in der realen Form des Samsara. Da kann ich mich am Feuer verbrennen. Das heißt, ich sehe am nächsten Tag vielleicht Brandblasen auf meiner Hand. Das passiert mir im Traum eher nicht. Also wo ist da also das ist so körperlich, weißt du, was ich meine? Dass das, was wir hier auf der relativen Ebene erleben, ja auch Auswirkungen auf unseren Körper hat. Der im Traum habe ich das ja. Der ist auch nur eine Erscheinung von Geist, unser Körper. Ja, das ist halt eine Ebene, die ich erstmal gar nicht ansprechen wollte, aber Wolfgang hat uns dahin gebracht. Wolfgang ist nicht. Wolfgang. Da sind Bock mal wieder. Es gibt ja im Buddhismus keine Sünde, aber es gibt Wolfgang. aber Sabine, im Traum ist es doch auch so. Ich kann mich doch auch da verletzen und verbrennen und habe dann meine Brandwunde im Traum. Innerhalb des Traumes. Ja. Weißt du, wenn ich dann aufwache aus dem Traum, das ist dann eine andere Geschichte. Dann war weder Verbrennung noch Brandwunde. Mhm. Aber solange ich träume, kann das ja jahrelang anhalten, so ein Traum. Mhm. Und die Dinge haben eine Konsequenz. Dann falle ich vors Auto und ja, mein Bein ist ab und so. Das passiert auch im Traum. Mhm. Also ich bin der Meinung, wir wachen nicht auf, sozusagen, auf der relativen Ebene. Also außerhalb des Traums. Genau, im Traum existiert das solange ich nicht weiß, dass es ein Traum ist oder solange ich nicht aufwache. Ja, okay. Und solange halte ich die Traumwelt für wirklich und da kann so viel passieren, Gutes und Schlechtes und Dinge haben auch eine Konsequenz. Aber sobald ich einen luziden Traum habe oder aufwache, dann merke ich natürlich, ja, das war nie passiert, der Autounfall. Ne?
Und genauso halt auch, dann ist es jetzt so, und wenn Buddha dann, wenn ich dann Buddha werde, dann wache ich sozusagen oft aus diesem Traum aus, den ich jetzt normales Leben. Auch von unserer relativen Ebene, so der genau. Traum der relativen Ebene, ja, okay. Genau. Okay, danke schön. Klar. Ich glaube, Maren war zuerst und dann Anja und dann machen wir weiter. Ja. Sehr interessantes Thema. Also ich selber bin jetzt gerade im Punkt, wo ich auch gemerkt habe, dass man auch wirklich diesen Traum und das, was passieren kann, wenn man versucht, irgendwie das, was hier ist in der Traumwelt, in der wir leben oder in der Welt, in der wir leben, dass man das schon relativ ernst nehmen muss und sich auch um den Körper kümmern muss, um auch eine Balance zu schaffen, weil auf Dauer kann es ja sonst auch zu Erschöpfung oder über, ja, also man kann ja dann Situationen erleben, wie du sagst, Bein ab, dies, Unfall, Burnout, sonst was. Und das ist aber wiederum schlecht in der Zukunft für die Seele oder den Geist. Jetzt lasse ich mal Seele weg, wir sind ja nicht im Christentum. Also der Geist braucht ja auch den Körper. Das ist ja Körper und Geist jetzt in dieser Realität. Also wenn wir jetzt das Ganze zu stark trennen und unseren Körper nicht achtsam behandeln, haben wir dann vielleicht auch Erfahrungen auf der geistigen Ebene, die wiederum für unsere weitere Entwicklung vielleicht auch negativ oder blockierend sein könnten. Sagen wir mal, wir werden jetzt ins Gefängnis gesperrt, weil wir gesagt haben, es macht ja alles nichts. Ich kann ja auch die Bank jetzt ausrauben, weil es ist ja alles nur ein Traum. Ja, oder ich mache jetzt irgendwelche Dinge. Ja, da versucht mich jemand anzurufen. Ja, plötzlich ist dein Video weg. Und jetzt die ganze Maren weg, oder? Dann machen wir einmal mit Anja weiter und ich merke mir dann, was ich Maren sagen wollte. Anja, Brigitte. Ja, das spinnt sich gerade in so eine Richtung, wo dann auch meine Gedanken nochmal sich sortieren gerade. Aber ich hatte vorhin einen Gedanken, als du das gesagt hast, was ich nicht wahrnehme, hat keinen Einfluss auf meinen Geist. Dazwischen kam jetzt die ganze Diskussion über den Traum, weil ja, dieser Einwand mit dem Körper. Klar, mhm. wenn ich das Auto nicht wahrnehme, was mich gleich umfahren wird, in dem Moment hat es auf meinen Geist noch keine Auswirkung, aber 3 Sekunden später auf meinen Körper. Nein, so meinte ich das nicht. Das ist nur, das Auto ist wahrnehmbar, weißt du, mit unserem normalen Sinn. Deswegen hat das einen Einfluss auf uns. Ne? Deswegen können wir auch umgefahren werden, obwohl wir es nicht, gesehen haben, jetzt aktiv. Mhm. Es geht nur um die allgemeine Wahrnehmbarkeit. Wenn ich etwas überhaupt nie wahrnehmen kann, wenn es irgendwas ist, was überhaupt nicht wahrnehmbar ist für mich, ne, auf allen Ebenen, dann kann es auch keinen Einfluss auf mich haben, weil ich es einfach nie wahrnehmen kann. Und wenn, und das war die andere Sache, die mir in den Kopf kam, weil, als es um Kategorisierung ging, wenn du etwas wahrnimmst, also ist mir so gegangen, dass ich Dinge wahrgenommen habe, die man vielleicht sonst nicht wahrnimmt und das dann erstmal nicht stehen lassen konnte, weil natürlich mein Geistbewusstsein es einordnen wollte, aber keine Kategorie dafür hatte, genau. Und was ich wenig hilfreich fand, waren dann einige spirituellen Lehrer, die das versucht haben, in Worte zu fassen, statt einfach zu sagen, es ist nicht benennbar, lass es einfach mal so stehen. Also das habe ich vermisst, das fand ich spannend, weil das gibt es ja auch, ne? Eben das habe ich. Sorry, ja? Ja, mach mal. Wo wir keine Kategorie für haben, keinen Namen, keinen. Aber es in dem Moment, also da ist ja dann der Geist, das Geistbewusstsein gar nicht das Aktive, sondern das Sinnensbewusstsein, ne, wenn ich die Sinne zusammenfasse, das nimmt es ganz klar als, das gibt's jetzt so, das ist jetzt so. Es kann es nicht benennen. Ja, das ist interessant, weil ich hatte heute Gebetsunterricht und da gab es einen so einen Vers, ich überlege gerade immer noch, wer das gesagt hat. Das weiß ich auf jeden Fall, der hatte mal, also Jahrhunderte her, meinte irgendwie, man darf etwas Namenloses nicht mit Logik
begegnen irgendwie. Und mit namenlos meinte er so einen Meditationszustand, der eben nicht ausdrückbar ist, ne? Und das kann man natürlich nicht in so eine Box fassen. Das Witzige ist, ich habe dabei ein Quadrat gezeichnet, weil mir dann klar die Benennung und Sortierung oder wenn das Geistbewusstsein sich einklingt, sofort gibt es einen Kasten drumherum und dann ist es eingeengt. Genau, das ist das hilft auf relativer Ebene bei relativen Sachen vielleicht schon, ne, dass man, im Dschungel irgendein Tier sieht, was man noch nie gesehen hat, aber dann merkt man, ja, das ist eher Tiger, Leopard oder sowas, weißt du, und deswegen renne ich wieder weg. Ne? Also da hilft es natürlich, das so schnell wie möglich grob einzusortieren, ne? Oder auch nur den Schrei von dem Raubtier, ne? Dass du denkst, das muss eine Raubkatze sein, ich renne weg, ne, so. Da hilft es natürlich, aber bei so etwas wie Dingen, die auf unserem buddhistischen Pfad, die extra jenseits von Logik und Konzepten und Vorstellungen sind, kann es das unnötig verfälschen oder konzeptualisieren, wenn wir da versuchen, Begriffe aufzupacken oder zu finden. Und würdest du diese Textstelle uns dann vielleicht zur Verfügung stellen? Also mich würde es interessieren. Ja, ja, klar. Aber das war wirklich so grob, so wie ich es gesagt habe. Ja. Aber kann ich gerne machen, ja. Super, danke. Und klar, Maren ist zurück. Natürlich, Körper ist total wichtig. Ich habe ein Nein bekommen von Jutta. Das ist auch so interessant. Gleich, aber erstmal antworte ich Maren noch. Natürlich, der Körper ist total wichtig und das hatte ich letztes Mal auch gesagt, ne? Das ist Psychosomatik, ne? Das eine beeinflusst wirklich das andere. Also wir sollten uns natürlich um unseren Körper kümmern, dass er lange lebt und gesund ist. Das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf unseren Geist und andersrum halt auch, ne? Wenn wir unseren Geist trainieren, gelassener sind, geduldiger sind, liebevoller sind. Da gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Studien sogar schon, wie gut das auf unser Immunsystem, unser Herz und so weiter ist. Das ist, das wollte ich damit nie sagen. Wenn wir diese Richtung einschlagen, auch wenn die gar nicht geplant war, aber die Wolfgang angefangen hat, dass es da draußen keine Objekte gibt, wenn wir dann den nächsten Schritt machen, dann gibt es genauso auch keinen Geist. Also da gibt es beides, ist nicht wirklich existent am Schluss, ne? Also wir es ist nicht so, dass wir nur alles Materielle dann irgendwie sagen, dass es nicht wirklich existiert, sondern auf der Ebene ist auch der Geist nicht wirklich existent, wenn wir auf so einer Ebene anfangen zu denken. Jetzt hatte ich da noch eine abschließende Frage zu. Also es ist aber natürlich jetzt die Frage des Sinns oder des Seins oder des Existierens. Und es ist ja so, dass wir, wenn wir jetzt Buddhismus praktizieren, diese Realität, in der wir jetzt sind, sei es ein Traum oder nicht existent, benutzen für unsere Praxis. Also wir können ja hier wunderbar praktizieren, in denen auch wieder der Teil, der sieht und urteilt, aber anders urteilt. Und zwar, wer braucht Hilfe, was kann ich machen, wie kann ich Liebe und Mitgefühl einsetzen, wie kann ich nicht den anderen verurteilen, sondern den anderen positiv begegnen. Das ist ja aber auch alles der gleiche Teil, der gleiche Ort in diesem Prozess. Ja, wir sehen was und dann beurteilen wir das. Und dann ist ja die Sache, wie wir das beurteilen und was wir tun aus der Schlussfolgerung des Urteils, ist doch essentiell wichtig, soweit ich das verstehe, in der Praxis vom Buddhismus oder Bodhisattva-Praxis, wenn wir diese Möglichkeit nicht hätten, könnten wir nicht praktizieren. Dann brauchten wir es vielleicht nicht mehr, dann sind wir halt verleuchtet. Aber um dahin zu kommen, brauchen wir diese Existenz. Natürlich, oder? Das meinte ich auch vorhin. Diese fünf sind nicht unbedingt negativ. Ne? Also wir benutzen sie nur so unkontrolliert oder undiszipliniert, dass wir dann vielleicht in Verallgemeinerung verstecken oder irgendwelchen Bewertungen, die destruktiv sind. Aber eigentlich unser konzeptueller Geist an sich, wenn wir den richtig nutzen, der ist total hilfreich. Und das kommt heute auch noch, ne, mit diesem Rauch. Einfach nur, wenn wir Rauch sehen, dass wir dann zum Feuer finden. Das ist total konzeptuell. Das machen auch Tiere. Ne? Das kann man natürlich anwenden auf alles Mögliche. Wenn ich jemand
bluten sehe, dann denke ich, diese Person hat Schmerzen und Leiden und braucht man Hilfe. Weißt du, so funktioniert ja der konzeptuelle Geist und Mitgefühl in dem, auf der Ebene. Deswegen, genau, meinte ich auch den konzeptuellen Geist, wenn ich über Bord werfe. Mein Punkt war hier nur, ich wollte halt so eins nach dem anderen durchgehen. Das erste sind halt die Sinneswahrnehmungen, die nicht konzeptuell sind, ne, wo man einfach nur Rot, Blau, Grün, Geruch, Klang und so weiter wahrnimmt. Und das setzen wir im Geist zusammen. Aber dann aufgrund unseres Greifen an einem selbst, setzen wir das dann komisch zusammen oder benennen es komisch oder bewerten es komisch. Aber oder verwirrend oder schädlich sozusagen. Aber es ist durchaus, durch unser Training eben, benutzen wir die Konzepte oder diesen konzeptuellen Geist benutzen wir dann eben anders, dass er disziplinierter funktioniert, der konzeptuelle Geist, dass er positiver funktioniert und dass er mehr so funktioniert, wie es der relativen Ebene der Wahrheit entspricht. Zum Beispiel zu erkennen, ja, die Dinge sind vergänglich. Das ist ein konzeptueller Geist. Ne? Kein Sinnesorgan kann es wahrnehmen. Das ist nur ein konzeptueller Geist, der verschiedene Sinneseindrücke zusammensetzt. Ne? Und das ist definitiv der erste Schritt. Ne? Also der Zustand ist verquere, unsortierte, undisziplinierte Konzepte zu haben. Dann auf dem Pfad entwickeln, benutzen wir diesen konzeptuellen Geist, um disziplinierte und positivere Konzepte zu entwickeln. Und dann weiter auf dem Pfad lassen wir dann peu à peu sogar alle Konzepte los. Ne? Aber normalerweise sind es diese Schritte. Okay, danke. Ja. Eigentlich wollte ich gleich weitermachen, aber Jutta hat schon seit langem einmal ein No gezeigt. Es steht doch ein No, ich sehe das doch. Ja, also ich kenne mich mit dem Zoom nicht wirklich gut aus. Ach so, gut. Wahrscheinlich bin ich nur dran gekommen. Es war aber keine Absicht. Also ich finde es interessant und würde es auch bejahen. Aber gut, wenn ich schon mal hier bin, habe ich eine Frage. Ich ordne immer gerne die Sachen tatsächlich ein. So. Das hilft ja auch. Ja, klar. Das ist eine Krankheit von mir, aber auch manchmal. Dieses ganze konzeptionelle oder konzeptuelle Ding, was da passiert und auch so diese Trennung von dem Wahrnehmungsbewusstsein und dem konzeptuellen Bewusstsein, das ist doch eigentlich ziemlich genau das gleiche wie radikaler Konstruktivismus, oder? Also das sozusagen, das, was in meinem Geist entsteht, keine wirkliche Wahren, keine wirklichen 1:1 Zusammenhang herstellt mit dem, was meine Wahrnehmungsorgane produzieren. Ja, also wenn das ist, dann macht das Sinn. Ich habe auch noch einen anderen Begriff, der hat letztens schon mal irgendwo geteilt. Ich zeige euch den mal kurz. Hier. Das ist auf Englisch, macht ja nichts. Aber hier, das sozusagen, das, was immer wir wahrnehmen, eigentlich wie ich das gerade mit diesen Bildern gezeigt habe, ne? Wir nehmen irgendwas draußen wahr, die Information geht zum Geistbewusstsein und dann haben wir irgendwelche Konzepte und Ideen darüber. Und das hier ist hier dann der wichtige Punkt, dass es uns hilft, dass wir eigentlich alle Erfahrungen oder Stimuli, die wir draußen wahrnehmen, dass wir die sozusagen neu einsortieren oder in neue Rahmen stecken. Und das bedeutet, das heißt hier Cognitive Reappraisal, einfach basierend auf dem Verständnis, dass was in unserem konzeptuellen Geist stattfindet, dass das eigentlich gar nicht so einen engen Bezug hat zu dem, was da draußen stattfindet. Und das in der Konsequenz bedeutet, dass wir eigentlich im konzeptuellen Geist alles machen können. Wir können alles als alles einsortieren, wie es uns gefällt, ne? Natürlich, wir haben irgendwelche eingefahrenen Gewohnheiten, aber theoretisch kann ich etwas, was ich bis jetzt immer als schlecht wahrgenommen habe, kann ich wirklich als gut wahrnehmen auch. Anja, wolltest du noch was sagen dazu oder hängt die Hand noch da oben? Okay, dann du als Letzter. Ich fahre neu wieder hoch und zwar noch eine Frage wäre dann, sozusagen dieses Einordnen als Körper und Geist als getrennt auch eine verquere
undisziplinierte Konzept vor. Och, das hat alles der Wolfgang hier ins Gang gebracht. Naja, der Geist ist bereit, dem zu folgen, ne? Ja, ja, aber das ist so eine ganz andere Ebene. Genau, sehr gut. Also das ist wirklich, wenn wir zum Beispiel klassische Meister angucken wie Dharmakirti oder Dick Nagar, das waren so große Logiker, die haben tatsächlich in ihren Werken erstmal angefangen, diesen, wie heißt das, diesen Substanzdualismus zu lernen, ne? Materie und Geist als getrennt wahrzunehmen. Ne? Materie ist da draußen, ist fest, fassbar, teilbar. Und der Geist ist eben nicht Materie, ist nicht irgendwo lokalisierbar. Und da haben die so eine ganz klare Trennung gemacht. Ne? Das hat, glaube ich, Descartes auch gemacht, ne? Dieser Substanzdualismus heißt es. Und man kann auch Monosubstanz irgendwie, oder wie das heißt, Monoismus auch sagen. Das wäre dann der nächste Schritt, wo man dann zum Beispiel sagt, nee, alles ist Geist oder alles ist Gott. Ne? Zum Beispiel, dass Gott in allem ist, im Belebten und im Unbelebten, oder dass alles Geist ist, ne? Von der Yogacharya-Schule. Wenn man die Madhyamika-Version da schon anguckt. Aber jetzt mal so, sagen wir mal einfach so. Und dann kann man aber auch sagen, ne, also zuerst sagt man Materie da, getrennt vom Geist. Und nachher sagt man, nee, es gibt keine Materie, es ist einfach alles Geist. Und dann sagt Madhyamika, nee, auch Geist existiert nicht wirklich. Und dann sagen die Buddha-Naturbelehrungen, aber Geist ist nicht nur Leerheit, sondern klares Licht. Das sind so die verschiedenen Schritte. Und das Interessante ist, wenn man diese Schriften der Logiker anschaut, wie zum Beispiel Dharmakirti und Dick Nagar, das sind so wirklich die Vorreiter, die fangen mit diesem Substanzdualismus an, meinen das aber gar nicht so. Die lehren das erstmal so in den ersten Kapiteln, um dann so peu à peu mehr in die Tiefe zu gehen oder mehr in die Höhe zu gehen, ich weiß auch nicht, oder das, die Sichtweise noch weiter zu verfeinern. Aber ich fange erstmal damit an, weil das so ist, wie die meisten Menschen denken. Vom Groben zum Feinen sozusagen. Genau, das ist ja auch so ein psychologischer Trick. Ne? Meine Mutter ist Psychotherapeutin. Sie meinte auch, man muss den Klienten da abholen, wo er ist. Ne? Also man muss erstmal mit der Realität, mit den Beispielen und mit den Bezugspunkten anfangen, die jetzt im Buddhas Beispiel, die Schüler haben oder Schülerinnen haben. Und dann muss man sie halt so höher und höher bringen, ne? So auf andere Sicht, höhere Sichtweisen oder stimmigere Sichtweisen. Also wäre das auch so in der Realität abholen, die er wahrnehmen kann. Genau, das meine ich, genau. Und deswegen gibt es manche Belehrungen von Buddha, wo es auch so ein bisschen so klingt, als würde Buddha an einen Gott glauben, ne? Oder es gibt auf jeden Fall Belehrungen, wo es so klingt, als würde Buddha davon ausgehen, es gibt ein Selbst oder ein Geist, der zu trainieren ist. Ne? Aber dann peu à peu sagt er, nee, das existiert nicht wirklich. Und so, ne? Ja, danke. Und gerne. Und das ist aber auch das Schöne bei Buddha, aber das kennen wir auch bei unseren Lehrerinnen und Lehrern, dass die immer sehr situativ sind, ne? Oder sehr individuell sind. Ne? Hatte ich das hier in diesem Zusammenhang letztes Mal schon gesagt, aber jetzt nämlich Birgit und mich als Beispiel, dass wenn wir zum Beispiel beide vor einem Lehrer oder einer Lehrerin sind, sagen wir Lehrerin, dann sagt die vielleicht zu uns ganz unterschiedliche Sachen innerhalb von einer Minute oder so, die sich vielleicht sogar widersprechen, aber das ist eben, weil Birgit eben andere Sachen hören muss als ich. Ich weiß jetzt wieder, wo ich es gesagt habe, das war, glaube ich, nicht hier, aber wenn Birgit zum Beispiel, was nehmen wir denn jetzt, wenn sie, sagen wir, sie ist zu schläfrig in der Meditation, das ist ja eins der zwei Hauptprobleme, ne? Und dann wird die Lehrerin zu ihr sagen, hier, trink einen Kaffee vor der Meditation und wenn du meditierst, dann guck mehr nach oben und stell dir vielleicht eine Kerze auf den Kopf vor oder so, ne? Einfach um wacher zu werden. Ne? Und dann dreht sich die Lehrerin zu mir, 10 Sekunden danach und sieht mich
und erkennt, dass ich genau das gegenteilige Problem habe, nämlich, dass ich zu wild bin geistig in der Meditation. Und dann sagt sie zu mir, du trink einen Schluck Bier vor der Meditation. Oder was ich, trink auf jeden Fall keinen Kaffee vor der Meditation. Und stell dir irgendein dunkles Licht vor, mach die Augen zu, ne? Und so. Ne? Das ist einfach komplett kundenorientiert. Und klingt total widersprüchlich, aber weil es eben so kundenorientiert ist. Und wenn es nicht kundenorientiert wäre, dann würde es nicht funktionieren. So, wir haben noch 24 Minuten. Ich versuche noch kurz einfach mal weiterzumachen. Aber ich finde es immer total spannend. Danke euch. Ach ja, vielleicht noch was anderes, noch wenn wir noch kurz bei den Sinneswahrnehmungen sind. Da gibt es im Buddhismus so ein bisschen Debatte, ob Sinneswahrnehmungen wirklich immer fehlerhaft sind oder nicht, aber eigentlich sind sie es nicht. Und da gibt es so vier Beispiele dafür, warum Sinneswahrnehmung an sich auch fehlerhaft sein können. Ich meine, ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn das Sinnesorgan kaputt ist, ne, oder nicht richtig funktioniert. Ne, wenn man Farbblindheit hat oder so, ne, dann nimmt man ja bestimmte Farben nicht richtig wahr. Oder wenn man eine Nervenstörung hat, ne, dann nimmt man vielleicht irgendwas nicht wahr oder man nimmt irgendwas zu doll wahr. Oder das gibt es eigentlich bei allem. Das gibt es auch beim Hören. Ne? Wenn man zum Beispiel Migräne hat, dann nimmt man vielleicht, obwohl das jetzt nicht richtig das Ohr, was kaputt ist. Aber es gibt natürlich Ohrkrankheiten, wo man Dinge zu laut wahrnimmt oder zu wenig oder taub ist eben. Ne? Also das ist natürlich eine Möglichkeit, wo eine Sinneswahrnehmung gestört sein kann. Dann eine andere Möglichkeit ist noch, wenn sich Objekte zum Beispiel zu schnell bewegen. Das klassische Beispiel ist, wenn, also das ist eben kein konzeptuelles Problem, das ist der Punkt, sondern es ist auch, wenn man so eine Fackel im Dunkeln ganz schnell kreist, dann sieht es aus von Weitem wie ein Kreis. Aber in Wirklichkeit ist das natürlich einfach nur eine Fackel, die aber einfach sich so schnell bewegt, dass es fürs Auge so aus wie ein gelber Kreis zum Beispiel. Ne? Ein drittes Beispiel ist, hat auch mit Bewegung zu tun, aber vielleicht auch mit Bezugspunkten, dass man zum Beispiel im Zug, wenn sie leise sind, ne, und so ganz geschmeidig fahren, dass man dann nicht weiß am Bahnhof, fährt man selbst los oder fährt der andere Zug los? Ne? Man sieht einfach nur die Bewegung, aber man ist irgendwie unklar von der Sinneswahrnehmung, ob man sich jetzt selbst bewegt oder ob das andere sich bewegt. Und das vierte ist wirklich auch merkwürdig, das finde ich so ein bisschen debattierbar, aber Wissenschaftler geben einem da auch ein bisschen recht. Das vierte ist, dass man tatsächlich Dinge aufgrund von Emotionen tatsächlich auch vom Sehen direkt oder Hören direkt einfach anders wahrnimmt tatsächlich. Könnte ich euch auch schicken. Zum Beispiel, wir sagen ja, man sieht rot, wenn man sehr wütend ist. Und es gibt tatsächlich eine Studie, dass die Leute tatsächlich rot sehen. Also wirklich rot-rot als Farbe. Ist nicht einfach so vorgestellt. Und ein anderes Beispiel, was ich von früher kenne, ist, als die Computer noch langsamer waren, wenn man irgendwas so runterlädt, ne, und dann es gibt da diese Leiste, wo dann der Fortschritt so angezeigt wird, ne, wo so ein Balken nach dem anderen kommt, dann, wenn man da so drauf starrt, weil man es eilig hat, da habe ich auch manchmal das Gefühl gehabt, der bewegt sich, obwohl er sich nicht bewegt. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, aber das vierte, wie gesagt, finde ich ein bisschen fragwürdig, weil das nicht so nur die Sinnesorgane sind oder die Sinneswahrnehmung, sondern tatsächlich auch Wünsche oder Hoffnungen oder Emotionen eben eine Rolle spielen. Aber die anderen wollte ich nur so kurz gesagt haben, wie es normalerweise klassischerweise gesagt wird, ne, dass entweder die Sinnesfähigkeiten kaputt sind oder die vielleicht die Objekte zu schnell sind oder eben die Beziehung zum Objekt
eine Rolle spielt. Vielleicht auch, was noch das Beispiel, wenn man, ja, ich glaube auch auf der Autobahn, ne, wenn man schnell fährt, dass die Bäume sich irgendwie andersrum bewegen oder so. Ja, oder wenn man auch Reifen anguckt, die, mit den Felgen, ne, das sieht irgendwann mal auch aus, ob die sich andersrum bewegen, aber das ist natürlich nicht so. Das wollte ich nur erwähnt haben, kurz. Das war alles so, was ich sagen wollte, wie unsere direkte Wahrnehmung stattfinden kann, was auf die Sinne bezogen sein kann. Aber für die Meditation ist natürlich das Wichtigste, diese direkte, nicht konzeptuelle Wahrnehmung, die wir entwickeln können, das ist dieses Selbstgewahrsein. Da kann man natürlich auch diskutieren. Da gibt es verschiedene Schulen, die dann sagen, ja, das gibt es auf relativer Ebene oder gibt es nicht auf relativer Ebene. Oder manche sagen, es gibt es absoluter und manche sagen, es gibt es nicht auf absoluter. Aber die meisten sagen einfach so, auf relativer Ebene gibt es auf jeden Fall. Also ein Gewahrsein, wo man, wo der Geist sich selbst sozusagen als Objekt hat, ohne dass es dualistisch ist. da kommen wir jetzt in so einen Bereich, glaube ich, wer war das? Ich glaube, die Jutta hatte das vorher angesprochen, oder? Wo das einfach, oder war das, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber was in Worte einfach ein bisschen schwer ausdrückbar ist, weil es eigentlich ein Zustand jenseits von Worten ist, aber trotzdem ist das etwas, und das ist sozusagen die frohe Botschaft, es ist etwas, was wir die ganze Zeit haben und dass wir die ganze Zeit gewahr sind über den Geist selbst, ne? Und natürlich auch den Inhalt des Geistes. Nicht im konzeptuellen Sinne, wenn ich so sage, ja, ich bin jetzt traurig oder ich war gestern froh, sondern einfach gewahr, aber wie gesagt, nicht dualistisch, nicht, dass da ein Subjekt ein Objekt wahrnimmt, sondern man weiß es einfach nicht so. Und ja, und das heißt, es ist eben eigentlich immer da. Wir kriegen es nur nicht so mit. Und natürlich durch die Meditation und durch das Ersetzen von negativen Konzepten durch positive Konzepte und dann durch das Ausdünnen sogar dieser positiven Konzepte, dann werden wir das immer besser und besser wahrnehmen. Und dann heißt es irgendwann dann nicht mehr dieses Selbstgewahrsein, sondern auf den Bhumis heißt es dann yogische direkte gültige Erkenntnis oder direkte gültige Erkenntnis der Yogis. Das ist dann wirklich der Weisheitsgeist. Und Weisheit eben in dem Sinne, dass es wirklich eben kein Subjekt und Objekt gibt. Ne? Es ist nicht irgendwie ja, so eine Trennung da, sonst wäre es ja dualistisch. Also es ist dann, wenn wir immer sagen, Weisheit erkennt die Leerheit, ist natürlich nie so gemeint, dass Weisheit hier ist und die Leerheit woanders. Und ne, das wäre ja das Gegenteil. Sondern dass das eben eins ist oder ungetrennt ist. So, das wäre alles unter der Überschrift nicht konzeptuelle gültige Erkenntnis. Jetzt nochmal kurz, weil das geht schnell, dieses, also hatte ich am Anfang gesagt, woher wissen wir, was wahr ist? Einmal eben durch so eine direkte Sinneswahrnehmung, das war es jetzt. Und dann eins war auch durch, indem wir uns auf eine Autorität stützen, ne? Wie Buddha, die Bibel und so weiter. Und da, das funktioniert eben auch, wenn denn diese Autorität ja, authentisch ist oder auch, oder das heißt, eine gültige Erkenntnis besitzt. Ne? Und als Beispiel war ja vorher mit dem Feuer, ne, wenn wir Feuer wollen, weil uns kalt ist, dann können wir ja entweder direkt das Feuer sehen und gut ist, oder wir können schlussfolgern, weil wir zum Beispiel die Wärme schon spüren oder den Rauch sehen. Oder das Knistern hören oder zwei oder drei davon. Und dann können wir schlussfolgern. Das kann auch zum Ziel führen. Es geht immer um Zielführung. Ne?
Oder eben es kann einfach jemand sein, der weiß, dass da hinten Feuer ist und der oder die sagt uns das dann und führt uns dahin oder zeigt uns den Weg. Das ist dann auch zielführend. Und das ist dann immer nötig, wenn wir eben etwas nicht direkt wahrnehmen können oder auch nicht durch Schlussfolgerungen herausfinden können. Zum Beispiel so die ganz feinen Wirkweisen von Karma oder so. Ne? Ich persönlich, weil ich nicht auf der ersten Bumi bin, sondern davor, kann das nicht direkt wahrnehmen, wie Karma funktioniert. Und ich kann aber, wenn ich so Belehrungen mir anhöre und wenn ich darüber nachdenke und kontempliere und mit euch diskutiere, dann werde ich ja schon so ein gutes Verständnis haben, konzeptuell darüber, vielleicht durch Meditation, Kontemplation natürlich vertieft, aber das wird nicht so 100% begreifen. Ne? Aber es macht Sinn, sozusagen logisch. Ne? Oder genauso mit den Qualitäten eines Buddhas oder so. Die kann ich natürlich auch nicht direkt wahrnehmen, das fällt schon mal aus. Zweitens, Schlussfolgerung, das funktioniert schon, so konzeptuell kann ich mir Gedanken machen, darüber kontemplieren. Es macht auch Sinn, wie die entwickelt werden, so wenn ich die buddhistischen Schriften lese. Oder es macht Sinn, dass sie vorhanden sind im Geist. Und ja, ich kann halt, wenn ich Matthäus Texte lese zum Beispiel, dann wird da gesagt, ja, Optimismus ist ein Symptom davon, ne? Oder Neugierde oder Mitgefühl oder der Wunsch, frei zu sein von Leiden. Das sind alles so Symptome von meiner Buddha-Natur oder meinen Buddha-Qualitäten in mir, die halt so klein durchkommen. Das kann ich halt wahrnehmen. Und dann muss ich es vielleicht ein bisschen glauben, dass das dann wirklich die Buddha-Qualitäten sind. Oder meinetwegen macht es auch logisch relativ viel Sinn. Aber trotzdem kann ich nicht so ganz 100% wieder sicher sein, dass es wirklich so stimmt, wie die Buddhas beschrieben werden und so. Und in all den Fällen, wo diese beiden Werkzeuge sozusagen versagen, ne, direkte gültige Erkenntnis oder schlussfolgernde gültige Erkenntnis, da kann es hilfreich sein, muss aber nicht unbedingt nötig sein, aber kann es hilfreich sein, insbesondere für die eigene Praxis, wenn wir eine Autorität haben, ne, Schriften oder Lehrerinnen oder Lehrer. Und da kommt dann eben Buddha in unserem Fall, wenn wir alles Buddhisten sind oder so, dann ist Buddha zum Beispiel natürlich wichtige Autorität oder unsere eigenen Lehrer natürlich und deren Worte natürlich. Und natürlich die Schriften. Das hatte ja auch Buddha so gesagt. Ne? Ich glaube, eins seiner letzten Belehrungen war eben, dass er in Form seiner Schriften oder Belehrungen weiterlebt. Es war damals noch nicht so richtig viel niedergeschrieben, aber wurde dann vielleicht auch aufgrund der Aussage dann viel niedergeschrieben. Und wenn wir uns dann, da heißt es natürlich dann auch im Vajrayana, auch wie wichtig so ein Guru dann ist, ne? Also eine authentische Autoritätsperson, also jemand, der oder die gültige Erkenntnis hat, wie wichtig das ist auf unserem Pfad, weil er oder sie eben ja, den Pfad kennt und das Ziel kennt vielleicht sogar und uns anleiten kann und eben Dinge weiß, die wir eben mit unseren beiden Werkzeugen nicht erschließen können. Aber trotzdem haben wir ja eben trotzdem unsere beiden Werkzeuge, um auch diese authentische Quelle eben zu untersuchen, ob die authentisch ist für uns oder nicht. Und da gibt es dann eben unsere beiden Werkzeuge, die wir dann anwenden sollen, auch auf die Lehrer zum Beispiel, ne? Ob wir jetzt eine Lehrerin oder einen Lehrer als authentisch annehmen wollen oder eine Schrift oder eine Belehrung als authentisch annehmen wollen. Und das ist eben auch wieder zu gucken, widerspricht es meiner direkten Wahrnehmung, ne? Wenn da die ganze Zeit gesagt wird, das ist hier ein, was weiß ich, ein Radio oder so, ne? Und das kann man trinken, also ich, ne, das würde natürlich
keinen Sinn machen. Ne? Das ist natürlich nur ein doofes Beispiel, aber wenn gesagt wird, andere Leute zu schlagen, macht die glücklich. Ne? Das ist genau so ein Beispiel. Ne? Da würde man erkennen, nee, das entspricht nicht meiner direkten Wahrnehmung. Das kann kein authentischer Lehrer sein. Und das Zweite ist dann auch eben unser Schlussfolgerungsgeist. Ne? Also was immer er oder sie lehrt, muss einmal übereinstimmen mit unserer direkten Wahrnehmung und dann auch mit dem, was wir so konzeptuell in dem Wissen natürlich, dass das begrenzt ist, wie wir die Dinge sehen, aber was wir so konzeptuell logisch nachvollziehen können, das ist so ein wichtiges Kriterium. Und das dritte Kriterium ist, dass die Belehrung dieser Person sich nicht widersprechen selbst. Ne? Also das sind eigentlich so drei Prüfsteine oder Prüfwerkzeuge, die uns so an die Hand gegeben werden, das zu gucken. Ne? Macht das Sinn, was die da sagen, so in unserer direkten Wahrnehmung? Macht das Sinn, was die sagen, wenn wir so konzeptuell, kontemplativ, logisch darüber nachdenken? Und drittens, ist das in sich schlüssig sozusagen und frei von Widersprüchen? Ist natürlich trotzdem diese drei Kriterien natürlich auch nicht wasserdicht wieder. Ne? Das ist ja wie immer. Das Zweite hatte ich ja schon kurz angedeutet. Natürlich, mein konzeptueller Geist kann das nicht, natürlich nicht 100% erfassen. Deswegen mein zweites Werkzeug, das so logisch zu untersuchen, macht Sinn, wirklich. Das muss schon irgendwie logisch sein oder muss schon mit dem normalen menschlichen Menschenverstand und so weiter irgendwie auch vereinbar sein. Aber natürlich muss uns dabei bewusst sein, dass unser logischer, konzeptueller Geist natürlich eben eingeschränkt ist. Und das Dritte ist eben auch schwierig, also wo wir gucken, ist die Belehrung an sich schlüssig oder widersprüchlich zueinander, zu sich selbst. Das ist deswegen natürlich auch kein hartes Kriterium, was ich vorher meinte mit Birgit und mir. Ne? Wenn wir vor einem Lehrer oder einer Lehrerin sitzen, dann sagt diese Person uns vielleicht widersprüchliche Dinge, einfach weil wir verschiedene Probleme haben. Ne? Birgit hat Strickmuster A in ihrem Geist und ich habe Strickmuster B. Und deswegen braucht Birgit Belehrung A und ich Belehrung B. Ne? Und ein guter Lehrer oder Lehrerin erkennt die Strickmuster und gibt dann das entsprechende Medikament sozusagen oder die entsprechende Meditation. Und daher ist es natürlich so, dass das auch so ein weiches Kriterium nur ist, ne? dass die Belehrung nicht in sich nicht unschlüssig sein sollten. Aber solange es eben immer so Belehrungen sind, die situativ sind, vielleicht auf bestimmte Kultur zugeschnitten sind oder auf bestimmte Personen oder einen bestimmten Kontext, dann ist das eigentlich fast die Schönheit vom Buddha-Dharma, dass es widersprüchlich sein darf oder muss sogar. Was ich vorher meinte, es muss ja kundenorientiert sein, um zu wirken. Es kann ja nicht sein, dass Buddha immer das Gleiche zu allen lehrt. Das würde ja meistens dann gar nicht funktionieren. Daher ist es, auch wenn es klassischerweise so gesagt wird, ne, die Belehrung sollten frei von inneren Widersprüchen sein. Verliere ich gerade so viele Worte darüber, dass innere Widersprüche, wie gesagt, wenn es insbesondere persönliche Anweisungen sind, dass das natürlich total wichtig ist. Ja. Marlene, du hast dein Händchen erhoben, sehe ich. Ja, du sprichst von Belehrung und wie ich diese Belehrung wahrnehmen kann, also direkt oder konzeptuell, also durch Schlussfolgerung. Und jetzt frage ich, wenn den Lehrer auch aufgrund seines Verhaltens meint, beurteilen zu können, kann man das oder sollte man das nicht oder kann man das nicht? Oder? Doch, aber dann dieselben Werkzeuge benutzen. Das ist der Punkt.
ich weiß nicht mehr, wie du es gerade gesagt hast, der erste Halbsatz, der Punkt ist, wir haben diese Werkzeuge, direkte Wahrnehmung, sage ich mal, erstens Logik, zweitens folgende, ja. Ja, Schlussfolgerung. Und drittens zu gucken, ob das in sich schlüssig ist, was die Lehrer sagen oder machen. Genau, aber das bezieht sich auf alles. Machen. Lehrer sagen oder machen, genau. Wenn du die ganze Zeit siehst, der tritt seine Schüler oder der verführt seine Schülerinnen oder Schüler und du siehst dann, er oder sie lehrt die ganze Zeit über Ethik und keinen Schaden und kein sexuelles Fehlverhalten und kein Machtmissbrauch oder so, dann ist das ja nicht schlüssig, ne? Und das siehst du mit deinen direkten Augen oder du schlussfolgerst und so weiter. Genau, also alles, das ganze Paket des Lehrers oder Lehrerin kann man eben, so wird geraten, eben mit diesen drei Werkzeugen quasi untersuchen. Und natürlich immer in dem Wissen, dass man es nie 100% wissen kann, ne? Was ist die Motivation dahinter, aber trotzdem, es sollte schon einigermaßen passen. Und wenn ich nun meine eigene Beurteilung hinterfrage und sage, also statt negativ zu denken, sollte ich die Weisheit, die vergleichende Weisheit anwenden, statt zu verurteilen, dann, also da gerate ich so ein bisschen aufs Glatteis, weil die Bemühung, etwas positiv zu sehen, auch wenn es eigentlich negativ ist, ja, führt mich in Widersprüche, in innerliche. Genau, ich finde, man kann es zu einem gewissen Maße machen. Ich weiß nicht, ich kenne es so aus Beziehungen. Ich nenne natürlich keinen Namen hier. Aber ich weiß nicht, das ist ja nur ein Beispiel Beziehung. Irgendwie dann finde ich irgendwelche Sachen vielleicht fragwürdig, merkwürdig oder doof, aber ich versuche es dann irgendwie so erstmal an mir zu arbeiten, ne, und zu gucken, ja, das ist vielleicht meine Wahrnehmung, vielleicht ist das gar nicht so doof, vielleicht passt das ins Gesamtkonzept und ich verstehe einfach die Motivation nicht dahinter und ich versuche es positiv zu sehen, aber wenn es dann so kontinuierlich gegen mein Wertesystem ist, dieses Verhalten, ne, und kontinuierlich offensichtlich, ne, direkte Wahrnehmung mir und anderen wehtut und ich folge nur Schluss oder ist natürlich nur eine Annahme. Ich denke, die habe das Gefühl, sie ist auch nicht wirklich Frau ihrer Lage, was sie da macht. Ich denke mir das alles gerade ein bisschen sehr aus. Ja. Aber dann komme ich schon so basierend auf dieser direkten Wahrnehmung und vielleicht Schlussfolgerung und Logik komme ich dahinter. Nee, das ist keine gute Eigenschaft von ihr. Ne? Ja, und dann kann ich mir das auch nicht schönreden oder schön biegen. Und auch nicht nur die Schuld in meiner Wahrnehmung suchen. Das ist natürlich, je gröber das Verhalten ist, desto einfacher ist es halt. Ne? Ja. Ja, danke. Und natürlich werden wir natürlich im Buddhismus zu Recht, weil es ja Training für uns sein soll, immer angeraten, den Fehler, die Schuld und alles in unserer Wahrnehmung und so weiter zu suchen. Ist sicher grundsätzlich ein guter Ansatz, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man sich masochistisch in irgendwelche schlechte Situationen schmeißen soll. Ne? Danke. Und dann ist es besser, vielleicht sich auch zu trennen, ja, oder nicht weiter darauf einzulassen. Ja. Okay, Anja als Letzte und dann sind wir schon fertig. Also einer meiner Lehrer hat immer gesagt, die Autorität des Lehrers darf nicht die eigene Klarheit so beeinträchtigen, dass du nicht mehr nachfragst. Und er sagte auch, der Lehrer, der authentisch sich als solcher dann auch versteht, lässt sich immer befragen und sieht es eben nicht als Infragestellen an, weil du auch nur so natürlich unterscheidende Weisheit schulen kannst. Ne? Was ist hier das Klare? Und ich glaube schon, dass man dann, wenn man sowas wahrnimmt, was einem nicht mehr als, wie du es gesagt hast, was nicht mehr schlüssig ist, dem sollte man unbedingt nachgehen. Und also in meiner Erfahrung ist, ich frage direkt. Ich habe das, weil was weiß ich über die Motivation von jemandem oder was es bedeutet oder vielleicht habe ich gerade weggeguckt und sehe nur einen Ausschnitt des Ganzen und es lässt sich schneller wieder einordnen und fassen. Ja, sehr gut. Ja, finde ich ja auch. Genau. Und natürlich kann es trotzdem sein, wenn du jetzt an einen Scharlatan geraten bist,
und du direkt fragst, dass er oder sie dann dir eine ganz geschickt tolle Motivation erklärt. Ja, das mache ich nur aus dem und dem Grund und ich sehe doch die letzten und vorherigen Leben und so weiter. Genau, aber dann trotzdem, genau, das kann man vielleicht dann einmal akzeptieren, was ich vorhin meinte, ne, mit bei Marlene und meinetwegen auch fünfmal, aber dann, wenn sie jedes Mal Spanisch vorkommt, irgendwie dann, dann ist das nicht tragbar. Irgendwie, ne? Absolut, ja. So, wir haben fertig. Vielen Dank euch. Wir haben jetzt nicht genau das alles geschafft, was ich wollte, weil ich wollte noch zu diesem dritten Punkt Schlussfolgerung, Logik und so weiter kommen. Aber das ist, glaube ich, auch nicht schlimm, wenn wir das dann nächstes Mal ganz machen. Dann kommen wir auch ein bisschen Richtung Mengenlehre wieder, nicht erschrecken. Nee, aber das wird ganz lustig. Ja, genau, können wir da nichts mehr drüber sprechen. Wie gesagt, nur um das einmal noch abzurunden, wo wir zurzeit sind, sind wirklich diese drei Werkzeuge, die wir haben, um zu gucken, was es war. Erstens direkte Wahrnehmung durch unsere Sinne und zweitens eben Logik, Schlussfolgerung, Konzepte und so weiter. Das kommt nächstes Mal. Und drittens, dass wir eine Autorität vielleicht haben, die uns sagt, was wahr ist. Da haben wir jetzt auf jeden Fall, also finde ich, erstens und drittens besprochen. Und nächstes Mal wird es dann eben so ein bisschen erkenntnistheoretischer, wie man durch, wie man eben ja, wenn man Rauch sieht, was auch immer Rauch ist, ne, sei es eine Wunde, sei es ein Wort, sei es eine Bewegung, ne, von der Person, ist ja nur ein Beispiel jetzt, wenn man Rauch sieht, dass man dann durch Logik zu dem kommt, was man will, nämlich Feuer, ne? Dass man durch Beobachten von Dingen vielleicht zu dem kommt, was wir wollen, nämlich Buddhaschaft. Ne? Genau, das wäre dann, das war die Vorschau für nächstes Mal. Sneak Preview. Und dann, ups, ich habe hier noch ein Feuerbild offen. Und noch eins. ich suche die Gebete. Genau, das wären wieder diese paar Gebete hier, die von Shantideva im 10. Kapitel sind, die ich halt ja gerade ganz schön finde, weil es einfach gerade einfach auch so viel Krankheit und Leiden auf der Welt gibt. Und die sind alle so sehr medizinisch orientiert und auf die Beseitigung von Krankheit ausgerichtet. Teil es mal. Mögen die Kranken frei sein von Krankheit, mögen die Krankheiten, die die Lebewesen befallen, in dieser Welt niemals wieder entstehen. Mögen die Arzneien wirkungsvoll sein, die Mantras der Rezitierenden erfolgreich, mögen die Dakinis und Dämonen von Mitgefühl erfüllt sein. Mögen die Arzneien wirkungsvoll sein, die Mantras der Rezitierenden erfolgreich, mögen die Dakinis und Dämonen von Mitgefühl erfüllt sein. Hatten wir schon, ne? Sorry. Mögen kein Wesen leiden, mit unheilsamen Handlungen behaftet oder krank, gering, erniedrigt oder unzufrieden sein. Solange es in der Welt Kranke gibt und ihre Krankheiten nicht geheilt sind, möge ich ihre Medizin, ihre Ärztin oder Arzt und ihr Pflegepersonal sein. Wir müssen das echt noch, weil ich letztens schon, ne, ein bisschen umschreiben, dass es ein bisschen gender neutral ist. Plural ist immer ein Trick, aber beim Übersetzen, aber funktioniert auch nicht immer. Gut, vielen Dank euch allen. Das ist immer, ich finde gut, dass ihr so, ja, logisch, finde ich gut, so, dass das so interaktiv ist. Und ja, ich freue mich auf nächstes Mal.